Die Stopp-Start-Funktion ermöglicht eine Reduzierung von Kraftstoffverbrauch und Treibhausgasemissionen durch ein vorübergehendes automatisches Versetzen des Motors in den Bereitschaftsmodus, wenn das Fahrzeug beispielsweise an einer roten Ampel oder in einem Stau steht. Auf der Instrumententafel leuchtet eine Kontrollleuchte, um anzuzeigen, dass der Motor in den Bereitschaftsmodus versetzt wurde. Natürlich bleiben die anderen Funktionen des Fahrzeugs während des Bereitschaftsmodus aktiv. Ist Ihr Fahrzeug mit einem Automatikgetriebe ausgestattet, muss es sich in Fahrmodus D oder N befinden und das Bremspedal stark genug durchgetreten werden, damit die Aktivierung des Bereitschaftsmodus erfolgen kann. Wenn Sie das Bremspedal loslassen oder auf das Gaspedal drücken, schaltet sich der Motor wieder ein. Wenn Ihr Fahrzeug mit einem Schaltgetriebe ausgestattet ist, muss es sich in Leerlaufstellung befinden und das Kupplungspedal muss ganz oben sein, um den Bereitschaftsmodus des Motors zu ermöglichen. Sobald Sie erneut das Kupplungspedal betätigen und einen Gang einlegen, springt der Motor wieder an. In bestimmten Situationen, vor allem an Straßenkreuzungen, ist es möglich, den Motor laufen zu lassen, um schnell starten zu können. Ist Ihr Fahrzeug mit einem Automatikgetriebe ausgestattet, genügt es, den Druck auf das Bremspedal durch leichtes Betätigen zu dosieren. Bei Fahrzeugen mit manueller Gangschaltung halten Sie das Kupplungspedal durchgetreten. Sie können auch die Start-Stopp-Funktion deaktivieren, indem Sie auf diesen Knopf drücken. Die Kontrollleuchte des Schalters leuchtet auf, um zu signalisieren, dass das System deaktiviert wurde. Durch erneutes Drücken wird die Funktion reaktiviert, die Kontrollleuchte erlischt dann. Beachten Sie, dass die Stopp-Start-Funktion bei jeder erneuten Nutzung des Fahrzeugs automatisch aktiviert wird. Beachten Sie, dass unter bestimmten Bedingungen die Aktivierung des Bereitschaftsmodus verhindert wird, etwa bei zu niedriger oder zu hoher Außentemperatur, bei eingelegtem Rückwärtsgang oder wenn die Batterie nicht ausreichend geladen ist. In diesem Fall erscheint auf der Instrumententafel die Kontrollleuchte A, durchgestrichen mit dem entsprechenden Hinweis, dass der Bereitschaftsmodus des Motors nicht verfügbar ist.